Mich würde von Arafat interessieren, ob er der Meinung ist, dass sich der ganze Stress und der Krieg mit NRW für Bushido gelohnt hat. Hat sich nicht für ihn gelohnt. Antworte ich dir, sage ich dir so. Finanziell vielleicht ja, aber nervlich nicht. Nervlich nicht? Hat sich safe nicht gelohnt, Digga. Oder wenn du einen Elsa als Gegner hast, Digga, schon nervig, Alter. Generell NRW, ne? Farid Kollega und so. Die waren ja alle richtig nervige Gegner, Alter. Die haben schon Welle gemacht. Und ich muss dir eine Sache sagen. Ich glaube, der Arafat, der Bushido, wo er damals zu ihm gekommen ist und aus dem Vertrag rausgeholt hat und mit ihm das alles aufgebaut hat und das mit ihm gemacht hat, ne, kam zu einem guten Punkt, glaube ich, auch für seine Gunsten. Aber am Ende des Tages hat er einen Jungen gesehen, ne, der niemand hatte. Einfach. Der alleine. Einfach wie ein Waisenkind, Digga. Er hatte einfach niemanden, Digga. Arafat dachte sich, komm, die nehme ich auf. Mit seiner Mutter gelebt hat und noch einen Bruder hatte, ne? Und halt ein Dicker war auf der Straße. Ja, so wie der das erzählt hat. Bruder, der kann doch aus seinem Vertrag nicht raus. Ja, und er hat ihn rausgeholt und der Arafat hat etwas in den gesehen, gesagt, komm, ein Bruder mehr oder weniger in der Familie. Bruder, ehrlich, wie Shook Knight, bisschen ohne Spaß, ne? Bei Shook Knight war das ja auch so, wie er Tupac gesigned war, hat, glaube ich, war. Tupac war im Knast, ne? Und Shook Knight hat gesagt, Digga, ich hol dich da raus, wenn du bei mir signst. Eine Million Kaution hat er gezahlt, bam. Shook Knight hat ihn gesigned bei Death Row. Bei Arafat und Bushido ist so, Digga, Bushido will raus aus einem Agro-Vertrag. Er holt Arafat, Arafat tut die raus, Digga, bam. Die sind zusammen. Das war krass. Ist nicht verkehrt. So ist dieses arabische Mentalität. Hilfsbereit. Sag ich mal so, Bruder. Ich glaube, doch, das war schon so Shook Knight-Style-mäßig. Ja. Ich glaube schon. Jetzt hast du... Jetzt hast du...